Der Eurocup wird Ihnen präsentiert von Liquimoli, Ihr Spezialist für Motorenöle, Additive und Autopflege. Und Husqvarna, dem Experten für Motorgeräte für Forst und Garten. Thorsten Leibenhardt und Ratio Farm Ulm wollten beim zweiten Auftritt im Achtelfinale des Eurocups den Favoriten Kasan mächtig ärgern. Ulm in schwarzer Spielkleidung begann gut, vor allem durch den Centerspieler, durch John Bryant. Er kam in der ersten Halbzeit schon auf 11 Punkte. In der Gesamtabrechnung waren es für ihn sogar 18 Punkte und 13 Rebounds. Die Ulmer versuchten es immer wieder mit wechselnden Verteidigungen mit großem Erfolg. Nutznießer nach dem Ballgewinn ist Alan Ray. Der US-Amerikaner war Topscorer im Team des Vizemeisters. Er kam letztendlich auf 20 Zähler. Zur Pause 46-46. Bester Spieler bei den Russen war ein ehemaliger Bundesligaspieler Chuck Eitzen. Der Ex-Gießener kam auf 31 Zähler. Der deutsche Vizemeister zeigte sich sehr effizient von der Dreierlinie. Über 44% der Versuche von jenseits der Dreierlinie fielen ins Ziel. Diesmal war es Lance Jeter. Ulm trat als Mannschaft auf. Der Assist von Per Günther auf Daniel Theiss. Alle 9 Spieler, die beim deutschen Vizemeister eingesetzt wurden, punkteten. In der Schlussphase zeigten sich die Ulmer konzentriert und fokussiert. Nichts mehr zu spüren von der Auftaktniederlage gegen Roter Stern Belgrad. Per Günther mit einem erfolgreichen Dreier. Er kam insgesamt auf 19 Zähler. Ratio Farm Ulm gewinnt in Kasan mit 95-87 der erste Sieg im zweiten Spiel. Die nächste Aufgabe für Thorsten Leibenhardt und Ulm. Sie wollen am Dienstag Galatasaray Istanbul ärgern.